Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Purpur. Heute stellen wir uns dem Pflanzenarena-Leiter Kolzo ein weiteres Mal, denn wir sollen ja noch einmal herausfordern. Und ja, das hier ist mein derzeitiges Team. Meine Cam ist mal wieder hier auf dieser Seite, damit ihr die KP der Pokémon rechts dann vernünftig sehen könnt. Wir haben hier ein Papunga, das man gerade nicht so gut sieht. Wir haben ein Vivillon, wir haben ein Jalapeno, wir haben hier das Scarabax, wir haben ein Skelocrog und wir haben einen Glaciola. Das ist einfach ein bisschen willkürlich gewählt. Ich habe einfach nur nach Pokémon geschaut, deren Typ effektiv gegen Pflanze ist. Ob es tatsächlich gute Pokémon sind gegen Kolzo, keine Ahnung, weil ich weiß nicht, was für Pokémon er hat. Ich weiß nur, dass sie ca. Level 65 sind. Das heißt, meine Pokémon sind auch alle Level 65 und nicht darüber. Also, ob wir Erfolg haben, keine Ahnung, wir finden es heraus. Und sonst muss ich es einfach ein paar Mal versuchen. So, Hallöchen. Es lebe die Avantgarde. Was? Niki, ein Name allein ist bei dir nicht ausreichend. Ich werde dich fortan Künstlerseele Niki nennen. Ja, Niki reicht schon. Pfah, daneben nicht. Ist ja auch völlig unwichtig. Das einzig Wichtige ist die Kunst. Seit unserem letzten künstlerischen Wettstreit habe ich mir oft gedacht, dass wir das unbedingt mal wiederholen müssen. Tausende Küsse an Mutter Natur, dass sie deine Schritte ein weiteres Mal zu mir gelenkt hat. Eigentlich war für heute noch ein Treffen mit dem Top-Champ angesetzt, doch das streiche ich ganz flink aus meinem Terminkalender. Weg damit. Lass uns stattdessen doch lieber über Kunst philosophieren. Ja, okay. Ha, du bist hier in Vertretung des Top-Champs? Na, soll mir recht sein. Solange ich dadurch erneut die Gelegenheit zu einer künstlerischen Kollaboration mit dir bekomme, ist mir jeder Grund gut genug. Also Niki, bist du bereit, mit mir das Tor zur Zauberwelt der Kunst weit aufzustoßen? Ja, ich bin bereit, hoffe ich. Also, keine Ahnung. Es lebe die Avantgarde, begeben wir uns zu meinem Atelier. Das ist dein Atelier? Ein Kampfplatz? Wirklich? Naja, okay. Ich akzeptiere das. I respect that. Soll mir recht sein. Es gewittert jetzt gerade voll. Ich hoffe, man hört das nicht. Schau nur, Niki. Das ist die Windmühle von Bolladin. Ist sie nicht beeindruckend? Mit ihren Flügeln fängt sie den Wind, der durch Paldea weht. Sie dreht sich so gemächlich und doch kraftvoll. Wenn ich meine Kämpfe mit einem Sprung von dort oben antrete, gewinnen sie an Gewicht und Bedeutung. Ja, klar. Wusste ich doch, dass du meine Gedankengänge verstehst. In puncto Kunst liegen wir eben auf einer Wellenlänge. Ja, ich denke, ich kann dieses Mal auf den Auftritt verzichten und meine Sprunggelenke schonen. Dieser Kampf verspricht auch so, mein größtes Meisterwerk zu werden. Doch, genug der Worte. Expressive Künstler wie wir müssen... Wie wir zwei müssen keine langen Reden schwingen. Lassen wir Taten sprechen. Bühne frei für unser gemeinsames Kunstwerk. Bist du bereit? Ja, so ein bisschen bereit. Ich hoffe es. Auf das es ein schneller Kampf zu meinen Gunsten wird. Ein Dressteller. So, ich dachte, ich nehme erstmal meine schwachen Pokémon. Sieht das schon vor dir? Das Kunstwerk, das wir gemeinsam erschaffen werden, Niki. Ja, ich weiß es nicht. Ja, also, ihr seht, das ist alles super effektiv, deswegen Kehrtwende und raus hier. Wow, unser Papunga macht extrem wenig Schaden. Oder ist Dressella so tanky? Ich habe halt keine Ahnung. Wir werden jetzt hier unser Vivillon schön einwechseln. Das gefällt mir jetzt eher weniger. Vor allem auch, dass die Initiative gestiegen ist. Wir könnten das gleiche auch machen. Mache ich aber nicht. Jetzt die Frage... Versuchen wir es mit Orkan? Haben wir Glück? Ja, das wird sich jetzt da ordentlich setupen. Oh, wir treffen. Oh, das sah doch so gut aus. Das heißt, jetzt reicht auch Käfergebrumm. Da würde ich nicht... Hier werden wir nicht sterben. Wollte ich gerade sagen. Weil das reicht trotzdem. Da muss ich nicht die Genauigkeit in Kauf nehmen. Ich würde unser Papunga jetzt direkt wieder nehmen.
So, ich würde dann einfach direkt wieder Kehrtwende machen. Und tschüss. Ist jetzt doof, steht 1-1 und er hat zuerst mein Pokémon gekillt. So, jetzt ist die Frage, was wechseln wir ein? Wir wissen jetzt leider nicht, was er einwechselt, ne? Ich würde ja einfach mal Hallopenio nehmen. Meine Feuerattacke sollte immer ganz gut sein gegen Pokémon vom Typ Pflanze. Oh ja, ich würde einfach mal erstmal weiterkämpfen. Ja, ich hoffe mal, dass Hitzekoller trifft. Shit, ist schneller. Es trifft, okay. Wunderbar. Wunderbar, das gefällt mir sehr gut. Und tschüss. So. Ich würde jetzt mal hier unser Skellokrog verwenden. Ich denke, wenn wir Lodalied verwenden, dann sollte ja alles relativ gut sein. Also ich sehe es hier gerade in der Aufnahme, man hört tatsächlich das Gewitter nicht, aber es ist, rappelt da gerade ordentlich. Oh nein. Natürlich setzt er es ein. Du, das sollte aber für mich nicht schlimm sein. Mein Angriff steigt immer mehr. Das heißt, selbst wenn du dich hochhaltst, irgendwann one-shotte ich dich. Ich würde es jetzt auch drin lassen, sonst macht das nicht so viel Sinn. Ne? Wir setzen uns ja jetzt gerade auch ein bisschen hoch. Kapilz. Ja, wir kämpfen mal weiter. Welches Pokémon wird er Terra kristallisieren? Boah, ich weiß es gar nicht. Was hat er denn beim letzten Mal Terra kristallisiert? Oh, das gefällt mir jetzt gar nicht. Oh nö. Bitte, wach auf. Weißt du, jetzt so aufwachen, das wäre echt cool. Ja, auf Dauer verlieren wir das, glaube ich, weil wir uns nicht genug hier hochheilen mit dem Grasfeld. Oh. Komm schon! You need to wake up! Ah ja, und ich versuche übrigens keine Items einzusetzen. Danke. Ja, jetzt hat es natürlich hier nicht mehr so viel KP. Terra kristallisiere ich jetzt trotzdem, weil... Ach, Mogelbaum, stimmt. Ich würde erstmal sagen, wir kämpfen weiter. Ich würde es jetzt Terra kristallisieren, aber ich glaube, Mogelbaum ist schneller, oder? Dieses Werk soll zeigen, dass die Dornen einer Rose so hartnäckig sein können wie Wurzel. Das Ding ist, wenn ich jetzt Terra kristallisiere, dann ist das Terra kristallisieren weg. Naja, egal. Wir schauen mal. Hoffentlich ist das kein Fehler. Sonst könnte das hier noch sehr, sehr knapp werden. Vor allem ist das Terra kristallisierte Mogelbaum, glaube ich, gar nicht so schlecht. Die Menge soll bekommen, wonach sie sehnt. Ich präsentiere von der Mogelei zum Baum das zweite. Danke. Davon brauchen wir auch dringend einen zweiten Teil. Weil ich die Idee wirklich cool finde. Beim Mogelbaum habe ich nie verstanden als Kind. So, hä, warum ist das nicht Typ Pflanze? Und jetzt ist es einfach Typ Pflanze. Oh nein, es überlebt. Ach, wegen Robust. Nein.
Das könnte jetzt eklig enden für unser Schnappi. Ja, oder wir haben Glück. Wenn wir Glück haben, dann ist das natürlich egal. Okay, cool. Damit haben wir jetzt auch wieder zu relativ schneller Zeit in dieser Arena geschafft. Das freut mich sehr. Bedeutet weniger Schneidarbeit für mich und weniger lange Uploadzeiten. Denn während der Uploads ist so Online-Zocken auch immer so eine Sache. Aber okay, cool. Mein Team hat funktioniert und ich habe nicht mal meinen Glaziola oder hier meinen Skyrabax eingesetzt. Okay. Das war zu avantgardistisch. Ich finde gut, ich habe gesagt, ich möchte mit überwiegend neuen Pokémon kämpfen haben. Vivillon und Papunga waren die ersten, die ich benutzt habe. In der Hitze des Gefechts gleichst du einer originellen Abstufung schillernder Farbtöne in konstanter Bewegung. Ungestüm und sanft zugleich, die Verkörperung eines nicht in Worte zu fassenden Kontrastes. Ich ziehe den Hut vor dir. Der Kampf gegen dich war herrlich erquickend. Er rief mir ins Gedächtnis zurück, wie ich mich einst fühlte, als zum ersten Mal von der Muse als ich zum ersten Mal von der Muse geküsst worden war. Oh, um ein Haar hätte ich vergessen, dass du ja wegen der Inspektion hier bist, stimmt's? Doch ach, das ist mir einerlei. Berichte dem Top-Champ ruhig, was dir passend erscheint. Für mich zählt einzig ein anderes Wort, das mit Ins beginnt, nämlich die Inspiration. Und diese sprudelt gerade nur so aus mir heraus. Die Gunst der Stunde will genutzt sein. Entschuldige, aber ich muss mich sogleich an mein neues Werk setzen. Ich wünschte, ich könnte auch immer so viel Motivation zum Zeichnen haben. Aber nein, habe ich nicht. Bei mir ist jetzt seit, ich weiß nicht, seit 3 Wochen schon, vielleicht auch 4 Wochen, arbeite ich an einem Bild, was gar nicht so, so groß ist. Es ist okay, es ist A3. Das ist jetzt auch nichts Besonderes, so, aber ich versuche halt so Stahl-Pokémon auf dem Bild zu packen, so wie, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, wie hier im Hintergrund. Na, mein Stuhl ist da. Naja, da sitzt mit Wasser-Pokémon und ich hab's auch schon mit Pflanzen und ist auch völlig irrelevant. Ich dachte, ich rede noch ein bisschen, um die Zeit zu strecken. Nein, Spaß. aber der ist sehr motiviert immer für Kunst, also das ist, ich bewundere das wirklich sehr. Aber ich schaff's eh nicht immer, mich zu allem durchzumotivieren, aber hey, wir haben die Arena geschafft. Darauf sind wir jetzt erstmal stolz. Das heißt, beim nächsten Mal. Ich weiß gar nicht, welche Arena als nächstes kommt. Ich glaube. Elektro kommt als nächstes. Wahrscheinlich wieder genau die Länge, wenn es genauso gut funktioniert. Also bisher gehen meine Teams auf. Ich bin sehr glücklich. Und damit, bis zum nächsten Mal. Tschüss!